Guten Morgen. Hallo ihr Lieben. Nach einer für mich wunderbaren Nacht, wie haben wir geschlafen? Es geht so. Wenigstens ehrlich. Also ich habe gut geschlafen und wir sind immer noch am Lago di Varese, richtig? Genau. Und der heutige Tag, ja, was bringt er mit sich? Wir wollen uns ein bisschen was bewegen und ich zeige euch jetzt mal, wo es hingeht. So, auf geht's zum Chiasa San Lorenzo. Ja Leute, wir sind winterlich angezogen, ne? Ist noch frisch, aber die Sonne kommt langsam durch. Also ungewöhnliches Wetter für Italien hier, oder? Ja, aber wir hoffen, dass es vielleicht wärmer wird. So, da oben der helle Punkt, das ist die Sonne. Auf die hoffen wir heute. Ne? Bei uns ist es ein bisschen was kühler, aber auf jeden Fall haben wir keinen Schnee wie in Deutschland. Also ich persönlich finde immer der Knaller, wenn nachts so, ich habe nichts dagegen, wenn nachts Leute ankommen am Wohnmobilstellplatz, das ist uns selber auch schon passiert, aber dann sollten sie bitte was Rücksicht nehmen. Also wir hatten diese Nacht Nachbarn bekommen, ich habe gedacht, die reißen uns die Bude auseinander. So, jetzt hier das erste Dorf. Wir sind jetzt am See entlang das erste Stück gegangen und kommen hier ins nächste Dorf, was wir nur streifen. Mal gucken, was wir hier haben. Ja, ganz wild über Hanfpalmen. Da haben wir richtig viel Geld für bezahlt, als wir uns im Garten geholt haben. Da kostet eine Palme bestimmt 600 Euro. Und hier wächst das wild. Ja, hier stehen die einfach so rum. Und wenn man guckt hier, ey, ne? Kommst du vor wie Onkel Tarzan. Und das sind noch kleine hier. Wahnsinn. Und da hinten durch auch ein riesiger Kamerad. Ne? Bei uns unbezahlbar und hier stehen sie einfach am Radweg. Anfangs haben wir überlegt, ob wir weiterfahren sollen, weil eigentlich Regen gemeldet war. So, bis jetzt haben wir hier echt ein klasse Wetter und ich persönlich bin froh, dass wir nicht weitergefahren sind. So Freunde, hier haben wir eine Karte. Also wir kommen von hier. Sind jetzt in Badello und wollen nach Viandrono. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich habe keine Ahnung, wie man Italienisch ausspricht. Wir befinden uns jetzt hier am anderen Ufer vom See und da drüben steht unser Wohnmobil. Und der Weg hierhin war jetzt einfach eine schöne Wanderung. Es sind unheimlich viele Jogger unterwegs, ein paar Mountainbiker, aber es ist wirklich richtig toll hier. Guckt mal. Zielort erreicht, Viandrono.
in kein Kloster oder Kirchengarten durften. Guckt euch das mal an. Und jetzt könnt ihr auch mal sehen, wie groß der See im Allgemeinen ist. Wahnsinn. So, wir verlassen jetzt Biandrono und gehen wieder zurück nach Gavirate und schauen uns da noch mal ein bisschen was den Ort an. Wir sind wieder fast am Wohnmobil angekommen. Unsere kleine Wanderung ist zu Ende. Drüben auf der anderen Seite waren wir. Wir haben gebraucht ungefähr 2,5 Stunden hin und zurück. War aber ganz locker, es war echt viel los. Also ne, viele Leute, die da, sagte ich ja schon, joggen und so. Wir werden jetzt noch was trinken am Wohnmobil und dann, wie gesagt, in die Stadt gehen. April und ihr glaubt es nicht, das ist mein erstes Eis dieses Jahr. Meins auch. Wir befinden uns jetzt hier auf dem Marktplatz und die Stadt ist stark befahren mit Autos und sehr eng, ne? Ja, sehr eng. Sehr eng, also ich sag mal so, kleine Übung für die Toskana ist hier schon, oder? Mal hier, einmal drehen. Freunde, das waren die zwei Tage am Lago di Varese und wenn ihr wissen wollt, wo es weitergeht oder wo wir als nächstes fahren, abonniert unseren Kanal, folgt uns weiter. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!